Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit der Asta, dem Toledo, dem Manni, dem Michael und dem Uwe, einen wunderschönen. Hallo. 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 Servus. Hallo. Servus, servus, servus. So. Ist euch auch so warm? Schon. Aber weißt du, wo es schön kühl ist? Bei meinem Ventilator. Ja, mit Sicherheit auch da. Oder in der neu gebauten Molkerei, weil die Milch muss ja streng gekühlt werden für die Richtlinien. Traktor! Nicht? Nee, Traktor. Hm. Ja, natürlich muss die Milch gekühlt werden, deswegen lagere ich die jetzt schnell um. Mhm. Wo hast du sie denn hingestellt? Ja, noch gar nicht. Ich suche noch. Super. Micha, was machst du? Eigern. Sag mal, was soll das? Eins! Müssen gleich noch zwei Felder gedüngt werden. Leg das schneller hin. Nee, das sieht Superkraft aus. Weil ich sie vorhin ausgemacht habe. Ey, jetzt lass doch so Superkraft hier mal aus. Wollt mich ja wegwerfen. Ich wollte die Milch umfahren, Mama. Und wieso willst du die Milch umfahren? Rumfahren. Warum muss der Micha das halt machen? Weil das ist Milch, kein Rum. Ja, oder hier? Ich würde ja sagen, liebe Leute, schreibt es in die Kommentare, ne? Aber. Wir warten jetzt nicht eine Woche. Vermute es. Ah, deswegen. Das ist so komisch. Wird ein bisschen eng werden beim Reinfahren, ne? Komm, wir machen hier hin. Wie lange brauchen Sie, um eine Molkerei zu platzieren? Ja. Schon. 2 Folgen später. Ein Problem ist, ne? Ich hab sie jetzt mit V platziert. Man möge mir verzeihen, ne? Wo wohnt sie denn jetzt? Direkt vorne, du kannst sie quasi eigentlich nicht übersehen. Das Problem ist halt, so eine Molkerei ist schon klein, ne? Aber, boah, guckt euch das an. Ja, erfreut sich doch direkt das Herz, ne? Schön das Logo. Passt, oder? Ja, hau rein die Milch, wir brauchen Butter. Das heißt, ihr kümmert euch um Buddha, ne? Buddha bei den Fischis. Sollen wir auch gleich Käse mitmachen? Käse kannst du Schokolade, kannst Schokolade machen, weil Zucker haben wir da auch, oder? Ja, Zucker haben wir auch, klar. Wir können ja alles machen. Wirfst du alles an, da fahren wir mal Milch hier rein. Ja, Zucker haben wir aktuell vielleicht nicht mehr, weil den habe ich heute verkauft, aber das kriegen wir ja hin. Oh, falscher Knopf gedrückt. Map, map. Aktiviere. Aktiviere. Was ist das, ein Blattfuß? Aktiviere. Nur ein Blattfuß. Immerhin irgendwas ist jetzt an ihm groß, weißt du? Wenn schon nicht die Körpergröße, kann er jetzt mit großen Füßen punkten. Ah, Ich hau dir meine großen Füße gleich um die Ohren. Hoch musst du erstmal kommen, du kleiner Mann. Warten noch 2 Tage. Lauch geht doch rein in der Wärme. Das ist auch richtig. So, ich habe gerade noch ein bisschen gemalt hier. Und zwar hier hinten ist jetzt noch ein bisschen Gras gemalt. So. Ich habe meinen Trecker geschnappt. Hey. Der Uwe hatte noch einen Wunsch gerade geäußert. Er hätte gern Helfer beim Maisernten. Nee, 27 ist relativ groß. Er hätte gern einen Maispflücker, hat er gesagt. Einen zweiten, ja. Ja, einen 9 Meter, ne? Einen Diamond. Ja, in grün. In grün? Ja, nimm doch die Team Chaos Variante. Die ist zwar nur 6 Meter, aber dann packst du dem die doppelte Geschwindigkeit drauf, dann passt das. Ey, was? Du hast auch eine 9 Meter Team Chaos Variante, aber pssst. Aber meiner fährt nur 10. Erzählt's keinem. Glasgrün sagst du. Ja, nee, ja. Ich mach den auch in der kleinen Variante, aber wir könnten. Ja, brauchst du Hilfe? Ja, das Feld ist doch relativ. Ist nicht gerade klein. Ja.
Okay. Wenn du lustig bist, kannst du auch erst noch zwei Felder düngen. Ich glaube, wir haben noch genug andere Damen und Herren, die zur Not die Felder düngen, oder? Also ich helfe jetzt Ballen pressen. Aber wir brauchen wieder Silage, die habe ich nämlich heute auch erstmal zu Geld gegeben. Oledo, möchtest du noch auf das Update vom Pack eingehen? Ja, wurde angepasst an Patch 1.10. Und kann jetzt Lagerhöhe variieren, dadurch passt mehr rein. Okay, wollen wir noch ganz kurz darauf eingehen, welches Pack wir meinen? Das Pallet and Object Storage. Danke. Also, ja, fiel mir gerade so ein, so wir zwei wissen ja, was wir meinen, aber vielleicht weiß der ein oder andere Zuschauer jetzt nicht, welcher Mod neu auf dem Teamspeak, auf dem Public auch mitgekommen ist durch das Update oder ein Update bekommen hat. Genau. Mhm. Also unser großes Palettenlager hat ein Update bekommen. Du kannst das ja mal im Baumenü zeigen, weil da siehst du nämlich jetzt mittlerweile auch die Kapazitäten, was vorher nicht angezeigt wurde. Oh, ist nämlich auch neu nach dem Patch. Hat das jemand eingebaut oder ist das von Giants ausgekommen? Das ist von Giants ausgekommen. Ach, okay, warte. Moment. Unter Silos finde ich die. Ja, ich muss dir leider gerade überlegen. Die große Lohnerhalle, die produziert jetzt auch ihre 1440 Euro pro Tag oder pro Monat Geld. Yay. Ja, mega. Also ein paar coole Neuerungen. 2250 Stück passen da rein. Sehr schön. Toledo, du hast auch gesagt, du guckst dir das nochmal an mit den verschiedenen Areas, die jetzt auch possible sind, ne? Irgendwann mache ich das mal, ja. Okay, gleich nachdem du mit mir herausgefunden hast, wie man Kuhstelle mit Solar versorgt? Ja, vielleicht. Okay, sehr gut. Boah, aber vielleicht ein Aufruf, den haben wir schon mal gemacht, ne? Aber vielleicht jetzt. Entschuldigung, die Stimme versagt gerade. Neuer Versuch. Liebe Leute, falls ihr wisst, wie man einen Kuhstall funktionierend mit Solarmodulen ausstattet, ne? Schreibt mir gerne mal bei Discord, in unserem Discord. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich meine jetzt nicht die Giant-Stelle, die sie nachgepatcht haben mit dem Kuhstall und dem großen Pferdestall, weil der funktioniert nicht. Da bekommt ihr kein Income. Wir wollen es richtig machen. So. Jetzt habe ich aber nicht mitbekommen, wo ich hin muss. Zur 27. Verdammt, ich hätte anders fahren können. Aber okay, anyway. So, Mitch ist alles in der Molkerei. Perfekt. Außer ihr habt irgendwo noch welche eingelagert, von der ich schon nicht weiß, wo sie ist. Du, das kannst du ja gucken im Menü einfach, ob wir noch irgendwo Milch rumliegen haben, aber... Wir können keine Milch lagern. Doch, wir können Milch lagern, nur nicht. Ja, doch. Milch kannst du im. Also. Im Chaos-Silo kannst du, glaube ich, alles lagern, außer irgendwie die Produktionsdinger, die neuen aus dem. Silverworm. Map. Ja, auch nicht alles. Fehlt was? Eier, Wolle gehen nicht rein. Und die ganzen Paletten, ja, okay, Eier, die gehen auch nicht rein. Ja, was ist jetzt los? Eierwolle, stimmt, das geht, ja, du hast recht. Also Palettengüter kannst du nicht einladen, aber sowas wie Flüssigkeiten, ne? Also Flüssigdünger, Herbizid, Milch und sowas, das kannst du ja rein und raus schmeißen. Bei einer Palette bräuchtest du sonst einen Palettenspawner, ist richtig, und den hat das Silo nicht. Was war los, Micha? Gab's Probleme? Ein heftiges Leck. Ah, okay. Der Server hustet heute manchmal echt? Ein bisschen. Ja, heute Mittag hat er ein bisschen immer wieder gehustet. Warum beim Ballensammelwagen? Habe ich heute gekauft, weil es mir auf den Sack ging, dass der LKW, obwohl er dreimal so groß ist, nur 18 Ballen transportieren kann. Soll ich damit kommen? Kannst du gerne machen. Kannst du schon mal anfangen, Ballen einzusammeln. Wenn ich den ersten Job, den ich schon geklaut habe, da frage ich jetzt vorhin mal, bevor ich wieder irgendwann klaue. Also ich bin mit der Ballenpresse bin ich lange beschäftigt.
Ihr sollt anpressen. Also apropos beschäftigt, ich habe gleich gleich Zeit, um Geld auszugeben. Wenn ich dann mal bei Uwe angekommen bin. Gibt's noch Investitionen, die wir tätigen sollten? Oh, so ad hoc wüsste ich jetzt nicht, aber man kann grundsätzlich ja auch mal darüber nachdenken, ein paar Geräte weiter wieder aufzuwerten. Ich guck gleich mal durch. Landerweiterung. Landerweiterung habe ich nämlich auch auf dem Schirm gehabt, aber ich wollte natürlich jetzt kein Land erweitern, wenn wir noch akuten Investitionsbedarf haben. Hast du die Mühle geändert? Jo. Nee. Hammer? Doch, habe ich gesehen, glaube ich, gerade. Hast du umgeschrieben gehabt, Toledo? Habe ich dir Donnerstagabend schon gesagt. Also hast du die andere hingestellt. Weil ich dann sich irgendwas merken könnte, wenn man dem was sagt, also bitte. Hast du die kleinere hingestellt, die amerikanische? Ja. Habe ich im Safe-Game geändert. Dann passt das jetzt. Ja, werden wir nicht mal aus dem Leben geboxt, wenn wir da abwarten. Fährst du noch vorgewendet? Oder halbiert, ne? Ja, zweite Runde gerade. Okay. Du kannst Bahn fahren, wenn du willst. Also ich habe die zweite Runde jetzt hier angefangen. Nö, ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei, ne? Heißt okay, nicht umsonst so. Passt schon. Auch noch eine Sitzbelüftung in meinem Bürostuhl. Das ist toll. Da gehen wir gleich drauf ein, Toledo. Soll ich mal schieben? Guck mal. Dankeschön. Bitteschön. Ich würde die Ball jetzt aus der Nana wegholen, dann hebst du vielleicht nicht mehr ab. Ne, passt ja, das ist egal. Also Hashtag abgehoben oder was? Ja, ja. Doch, der könnte noch eng werden. Er ist jetzt gleich weg. Wunderbar. Zack. So, kann nichts mehr passieren, hast du. Ja, schön. Also du fährst auf den Zaun, das ist natürlich jetzt. Okay. Never say never. Als ob mir sowas passieren würde. Hallo? Den glaube ich nicht. Toledo, wie soll ich an diesen Ball bitte drankommen? Kannst du bitte verraten, wie ich jetzt an diesen Ball drankommen soll? Jetzt muss ich erstmal aus der Wiese rausfahren. Ah. Mit Schwung. Augen zu durch. Er will mich ärgern. Nur weil ich mir eben den Milchanhänger geklaut habe. Ja. Ja. Heinz Küken. Guten Abend. Guten Morgen. Hallo Küken. Patch installiert? Hä? Hä? Fragebogen mit zwei Buchstaben? Hä? Ach so. Ja, ist. Okay. Sehr schön. Mod-Updates gefahren? Habe ich. Überfordert ihn doch nicht direkt. Ja, mit meinem Mod-Updates am Donnerstag habe ich Brigger ein bisschen aus dem Takt gebracht. Vorsicht! Ich finde Server, ne. Weil, ich habe ja geschrieben hier Mod-Update und dann habe ich festgestellt, dass mit meinem Objekt-Pack noch was falsch war. Oh scheiße, eben schnell Server nochmal gestoppt, korrigiert. Und wieder neu hochgeladen, ja, und in der Zeit hatte Brigger schon das Pack einmal runtergeladen. Ah, und er kam schade. Dann zwei Stunden später nicht auf den Server. Ja. Ich hatte nicht erwartet, dass so früh morgens einer direkt die Mods runterlädt. Jo, also was ja das Schöne ist, wenn du auf Details gehst, kannst du ja dir sogar angucken, was dir gerade irgendwie fehlt oder sowas, was nicht läuft. Das ist ja dann noch ganz akzeptabel, muss man ja ehrlich gesagt, ehrlicherweise sagen, so im 22er. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen hat er ja auch sofort beim Join geschrieben, Mann, Toledo, dein Palettenlager schon wieder. Irgendwie sowas. Also er wusste genau, worum es ging. Er wusste genau, wer schuld ist. Ja, ich. Einer muss die Schuld haben, ne? Immer der SO. Ja. Wir wollen jetzt nicht über deinen Fail sprechen, oder? Hallo, immer der SO. Welchen denn? Das falsche Dings gekauft zu haben. Ja, ist richtig. Ich hab die ganze Zeit hin und her geschaltet. So, kaufst du den, kaufst du das. Und eigentlich hatte ich noch im Kopf,
Das Kleine macht keinen Sinn, weil ich kann nur Wasser. Aber beim Hin und Her, weil die ganze Zeit mit dem Preis und dann habe ich erst... Ah, das war irgendwie... Ja, habe ich da mal kurz richtig vergeigt. Das ist richtig. Und ein Güllefass zum reinen Transport gekauft, ne? Ja, ein Güllefass zum reinen Transport. Ja. Ja, du, warum denn nicht? Schlechte Ausführung, die BGA hat irgendwie ein Problem, da kannst du nicht abladen. Ja, da, also das ist, da, dafür konnte ich nichts, aber ich dachte erstmal ein Güllefass zum reinen Transport, weil Gülle müssten wir doch auch bei uns im Silo lagern können, oder nicht? Rein theoretisch, stimmt. So, also. Weil... Aber ich habe mal noch eine andere Frage. Nee, warte, warte, warte. Mein Gedanke war, nur damit der Stall mit der Gülle nicht vollläuft, habe ich das Güllefass gekauft. Einfach nur, damit der Stall nicht vollläuft. Ich wollte keine Extension oder sowas, dachte, dann können wir die Gülle leerfahren ins Lager und dann läuft der Stall nicht voll. Aber bitte, deine Frage. Wir streuen ja auch Stroh ein, ne? Ja. Wollen wir auch Mist haben, oder? Da müsste man eine Mistplatte bauen, ne? Ja, das wäre jetzt so die Frage, weil sonst brauchen wir kein Stroh einstreuen. Okay, dann machen wir jetzt folgendes, Toledo. Liebe Leute, schreibt unbedingt in die Kommentare. A, wenn ihr wisst, wie man Tierställe mit Solar richtig XML-technisch baut. Oder meldet euch auf dem Discord. Und, aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, brauchen wir eine Mistplatte oder nicht. Wie immer, vielen Dank fürs Dabei sein, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yo, ciao.